Hallo und willkommen zum 10. Tag vom Bauernhof Adventskalender und damit auch einen schönen zweiten Advent. Ihr seht schon, ich bin heute in meiner Küche. Ich habe nämlich heute frei, da ich noch hier bei einer Veranstaltung im Dorf helfe. Und genau, deswegen heute mal ein Special zweiter Adventsvideo. Und zwar will ich heute zeigen, wie ihr super easy selber Käse herstellen könnt. Und genau, das habe ich heute mit euch vor. Man muss ja auch mal zeigen, was man aus Milch alles machen kann, außer die so zu trinken. Und ja, dann zeige ich euch mal die Zutaten. Also um selber Käse herzustellen, braucht ihr so ein paar Utensilien. Eigentlich gar nicht so viel. Für so ein Grundrezept quasi zu erstellen mal. Natürlich darf die Milch nicht fehlen. Ich habe natürlich Milch vom Hof mitgeholt. Ich glaube, hier passen 2,5 oder 3 Liter rein. Die Menge spielt eigentlich keine Rolle. Kommt eher darauf an, wie viel Käse ihr machen wollt. Weil so viel Käse kommt dann nachher gar nicht raus. Ich würde, damit sich das Ganze aber auch lohnt, mindestens 2 Liter Milch benutzen. Ich habe auch schon Käse gemacht. Ich habe so eine große 10 Liter Kanne. Dann hole ich so irgendwas zwischen 6 und 10 Litern mit. Und genau, dann lohnt sich das Ganze. Ja, ich habe es schon gezeigt. Ich habe einmal frische Milch. Wichtig zur Käseherstellung, das funktioniert nicht so gut mit homogenisierter Milch. Nehmt am besten dafür frische Vollmilch. Kriegt ihr ja auch schon im Geschäft zu kaufen. Oder wenn ihr die Möglichkeit habt, geht bei einem Bauern vorbei. Selbst wenn ihr in der Stadt wohnt und am Stadtrand gibt es irgendwo, wisst ihr jetzt, wie Kühe aussehen, die Milchrassen oder eine von den Milchrassen. Wenn ihr da Kühe auf einer Weide seht, guckt einfach mal, ob es da einen Hof in der Nähe gibt und fragt einfach mal nach. In der Regel kriegt ihr sehr gerne Milch verkauft. Genau. Also ich habe dann einmal Milch. Hier ist auch ein bisschen mehr Fett drin als in der normalen Milch, die man so kaufen kann. Das sind ja immer so 3,5%. Und genau, wir haben hier 4 oder sogar noch mehr Prozent. Das variiert bei uns immer ein bisschen. Und ja, also die braucht ihr schon mal. Dann braucht ihr zur Käseherstellung Säuren oder Lab. Dabei spielt das gar keine Rolle. Also ihr könnt irgendeine Sorte Essig nehmen. Hier wäre zum Beispiel Weinbrandessig. Ich habe hier aber auch noch selbstgemachten Apfelessig. Den werde ich heute mal probieren. Was ihr auch benutzen könnt, sind Labtabletten. Ich habe hier aber eine pflanzliche Lab-Alternative, weil ja, die richtigen Lab-Tabletten, das wird ja aus einem Enzym aus dem Kälbermagen gewonnen. Und die pflanzliche Alternative tut es auch und ist halt wesentlich tierfreundlicher. Und da sind, jetzt sieht man das gar nicht, so kleine Tabletten drin, davon braucht man immer sehr wenig. Steht aber auch eigentlich immer auf der Packung drauf. Die sind auch schon ein bisschen abgelaufen. Aber die sollten trotzdem noch funktionieren. Die sind ja trocken gelagert. Genau. Ihr könnt auch Zitronensaft benutzen. Ihr könnt Limettensaft benutzen. Es müsste sogar mit Orangensaft gehen. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber ja, ihr könnt da sehr experimentell sein. Außerdem braucht ihr einen ausreichend großen Topf. Ihr braucht irgendeine Schöpfkelle, um nachher den Käsebruch da rauszuheben. Dann braucht ihr, ich habe hier so ein kleines Haarsieb zum Beispiel, könnt ihr benutzen, das funktioniert über eine Schüssel. Ihr könnt aber auch ein gröberes Sieb benutzen. Und hier habe ich so ein extra so ein Käsetuch, so ein Baumwollstoff, so ein dünn. Ihr könnt dafür auch so eine Windel benutzen, so eine Baumwollwindel für Babys. Damit kann man auch gut abfiltern. Oder es gibt ja generell so Filtertücher für verschiedene Sachen. Das ist nachher nur ein bisschen
Arbeit, das Ganze nochmal sauber zu machen. Und das sollte richtig gut sauber werden. Also ich spüle das immer erst, kratze ich das dann alles ab, spüle das von Hand und dann zum Schluss in die Waschmaschine, weil ja, wenn der Käse dran rumgammelt, ist das Ganze nicht so lecker. Dann braucht ihr eventuell noch irgendwie einen Messbecher, um Säuren und so abzumessen. Ich mache das ein bisschen Freestyle, also ich habe da keine genaue Mengenangabe. Ich probiere mich da einfach immer ein bisschen aus, weil halt die Menge von der Milch variiert. Der Säuregehalt, der Apfelessig ist zum Beispiel sehr mild, der selbstgemachte im Gegensatz zu dem anderen Essig. Und dann braucht man halt immer ein bisschen unterschiedlich von allem. Außerdem braucht ihr noch ein Gefäß, wo man das Ganze nachher reinfüllt. Zum Beispiel kann das ein Glas sein, so ein Bügelglas. Ich habe jetzt hier, meine Weggläser sind ohne. Dann mache ich dann einfach ein Gummi dazwischen und so zwei Klammern dran, dass das luftdicht verschlossen ist. Ich habe hier so eine ausrangierte, ungewaschene Kerze bzw. Kerzenglas mit so einem Gummistopfen. Die muss nur sehr, sehr sauber sein, weil die riechen sehr lange noch nach Duftkerze. Aber die gibt es ja auch so als Bonbonglas. Kann man auch benutzen, um das Ganze im Kühlschrank zu lagern. Hier so eine Klickbox oder irgendeine andere Tupperdose, wo man das Ganze reintun kann. Ihr könnt den Käse auch einfrieren. Da verändert sich aber ein bisschen die Konsistenz dann. Dann könnt ihr den aber immer noch zum Überbacken benutzen, für Gerichte, zum Kochen, für Soßen oder sowas. Das geht auch. Genau. So, was ich jetzt schon vergessen habe zu erwähnen, natürlich braucht ihr noch irgendwelche Gewürze nach Wahl. Ihr könnt zum Beispiel frische Kräuter direkt mit in die Milch schmeißen beim Erwärmen. Das funktioniert. Ihr könnt danach so was wie Petersilie, Schnittlauch mit unterrühren. Ihr könnt getrocknete Kräuter unterrühren. Salz natürlich, Chiliflocken, was euer Herz begehrt. Das soll ja auch ein bisschen nach was schmecken. Ihr könnt außerdem, ich werde zwischendurch dann schon mal ein bisschen vorbereiten. Ihr könnt natürlich auch noch einen Becher Sahne mit unterrühren. Dann wird das Ganze noch cremiger, weil dann mehr Fett drin ist. Das geht alles. Ihr könnt Kuhmilch verwenden, ihr könnt Schafsmilch verwenden oder Ziegenmilch. Ihr könnt das Ganze auch mischen, wie ihr wollt. Ich muss nur echt sagen, ich finde das sehr schwierig bei uns, irgendwie Ziegen- oder Kuhmilch zu finden. Habe ich jetzt nämlich noch nicht gefunden. Aber ja, da bin ich mal noch auf der Suche. So, jetzt müssen wir die Milch natürlich erstmal erwärmen. Dann stelle ich die mal auf den Herd. Also die Menge passt ganz gut da rein. Wichtig, langsam erwärmen, damit das Ganze nicht überkocht. Also da darf jetzt nicht kochen, aber erwärmt werden. Ich zeige euch auch nachher noch ein Buch, was ich habe. Da sind verschiedene Käsesorten drin. Allerdings muss ich sagen, hole ich das eher als Inspiration, als dass ich da irgendwie nach einem speziellen Rezept gehe. Optional könnt ihr auch noch so ein Thermometer benutzen, um die Temperatur zu überprüfen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr das mal ausprobiert, schreibt euch das auf, wie ihr was gemacht habt. Dann könnt ihr euch selber so eine Rezeptsammlung erstellen. Dann kann ich euch jetzt, das dauert jetzt natürlich noch ein bisschen, auch gerade noch mal das Buch zeigen. Und zwar habe ich hier von Land und Werken Käse selber machen in nur einer Stunde. Und da seht ihr schon, hier sind ganz viele verschiedene Sachen drin. Und ja, ich mache dann wirklich so ein Basic-Rezept quasi. Ihr könnt auch die Konsistenz nachher ein bisschen beeinflussen, je nachdem, wie ihr das Ganze abtropfen lasst. Ihr könnt das relativ unabgetropft, sage ich mal, in eine Dose füllen und dann ja, ein bisschen noch mit Kräutern und so verrühren. Dann wird das eher
ein sehr weicher Käse für auf Brot. Ihr könnt das Ganze aber auch lange abtropfen lassen und auch ein bisschen pressen. Dann kriegt ihr nämlich eher so einen Käse hin, der eine Konsistenz hat wie Feta zum Beispiel. Den könnt ihr dann aber auch im Kühlschrank zum Beispiel in Salzlake lagern. Dazu nehmt ihr dann einfach ein Gefäß, macht das mit Wasser voll, am besten lauwarmes Wasser, weil dann löst sich das Salz besser. Macht da also einen Löffel Salz rein, rührt das ganz um, bis sich das aufgelöst hat und legt dann da euren Käseklumpen rein, sage ich mal. Und dann müsst ihr nur einmal am Tag, solltet ihr das Wasser dann wechseln. Das wird dann nämlich trüb, weil dann das Salz noch mehr Feuchtigkeit aus dem Käse rauszieht und der wird dann auch immer fester. Aber ihr könnt so dann quasi auch eine Art Grillkäse machen. Jetzt habe ich auch gerade noch ein Zubehör gefunden, was auch sehr optional ist. Und zwar habe ich mir mal so eine Käseform gekauft. So ein kleiner Zylinder. Da ist hier so ein Plättchen dabei. Dann füllt man erst den Käse später rein, den Deckel drauf. Und dann braucht man nur noch irgendwas, was da reinpasst. Zum Beispiel ein volles Marmeladenglas oder so, was ein bisschen Gewicht gibt. Dann wird das Ganze auch gepresst. Dann stellt ihr dann einfach in Suppenteller zum Beispiel. Und ja, dann kommt da an der Seite durch die Löcher, kommt dann die Molke raus. Und dann kriegt ihr auch einen festeren Käse. Wie gesagt, aber da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt alle möglichen Behälter irgendwie zum Pressen benutzen. Ihr könnt das in Ausstechförmchen machen zum Pressen. Ja, irgendwie alte so Joghurt-Eimerchen oder so, wo ihr Löcher reinmacht, Joghurtbecher. So, ich rühre jetzt die Milch schon mal um. Natürlich, das versteht sich eigentlich von selbst. Entweder zieht man sich Handschuhe an oder man schrubbt sich richtig gut die Finger, aber das sollte ja sowieso im Umgang mit Lebensmitteln der Fall sein, weil gerade Milch sehr empfindlich ist bei so Sachen. So langsam wird die Milch auch warm. Also das muss jetzt nicht hier alles steril sein wie in der Molkerei, aber man sollte halt wirklich auch sauber arbeiten. Jetzt testen wir doch mal, wie hoch die Temperatur ist. Ganz wichtig, wenn ihr so ein Thermometer benutzt, ihr dürft das nicht unten auf dem Boden abstellen, weil der Boden vom Topf natürlich sehr viel heißer ist als die Milch rundherum. So, wir haben jetzt 56, 57 Grad. Ich rühre jetzt nochmal um. Also ihr müsst wirklich aufpassen, dass euch unten nichts anbrennt. Deswegen langsam erwärmen das Ganze. Jetzt stelle ich die Herdplatte mal nur auf 1 und hole euch ein bisschen dichter. Nochmal umrühren. Und jetzt werde ich mal den Essig dabei geben. So, ich hole es mal gerade runter. Und zwar hole ich jetzt den selbstgemachten Apfelessig. Da werde ich, denke ich, ein bisschen mehr brauchen. Ich messe mir jetzt einfach mal, ja, 75 Milliliter habe ich jetzt. Der ist auch sehr gut, der Apfelessig. Habe ich eben auch getrunken. Der ist sehr erfrischend. So, und jetzt kippe ich den einfach rein und rühre einmal schnell noch ein bisschen um, dass der auch überall hinkommt. Jetzt habt ihr schon gesehen vielleicht, das fängt sofort an zu gerinnen, die Milch. Jetzt müssen wir einfach noch mal ein bisschen warten. So, jetzt sieht man das über die Kamera leider gar nicht so gut, aber ich probiere mal, ob man das gleich noch ein bisschen besser sieht. So, jetzt sind so ein paar Minuten vergangen. Ich habe jetzt noch mal
auf die Herdplatte gestellt und ein bisschen größer die Temperatur gestellt und auch noch einen Schuss Essig mehr dazu getan. Und jetzt könnt ihr hier schon sehen, hier löst sich jetzt schon die Molke quasi von der vom Käse. Da fängt jetzt langsam an zu gerinnen. Ab und zu wirklich mal vorsichtig, aber rühren, dass das Ganze nicht so auseinanderbröckelt. Und jetzt heißt das noch ein bisschen abwarten. So, ich habe jetzt noch einen guten Schluck von dem anderen Essig dazu gegeben, weil ich glaube, der Apfelessig, der war doch zu mild. Da hätte ich sehr viel von gebraucht. Und dann einmal kräftig umgerührt. Und jetzt könnt ihr sehen, dass jetzt hier die Molke ist. Und hier ist schon unser frischer Käse. Das werde ich jetzt noch so eine Minute, zwei langsam im Topf rumbewegen. Aber gucken, dass sich das Ganze nicht so in krümelige Teile verkleinert. Das könnt ihr auch machen. Dann habt ihr eher wie so einen körnigen Frischkäse nachher. Genau. Ne, jetzt seht ihr hier, da ist schon, durch den Schaum sieht man das jetzt nicht so gut, wie so milchiges Wasser. Das ist unsere Molke und die müsst ihr auch nicht wegschütten. Die lasst ihr einfach abkühlen und die könnt ihr auch super weiterverwenden. Die schmeckt nämlich jetzt, wie man meinen könnte, gar nicht sauer wegen dem ganzen Essig, sondern auch wirklich eher noch so ein bisschen süß. Da könnt ihr zum Beispiel eine Bananenmilch mitmachen. Ihr könnt das so trinken, wenn ihr das mögt. Ihr könnt quasi Cocktails machen, aber mit Molke. Gibt es sogar extra, glaube ich, ein Buch. Dann heißt das Mocktails. Und ja, kann man auf jeden Fall noch verwerten. Wenn ihr Tiere habt, könnt ihr das auch super verfüttern. Das hier werden wahrscheinlich mal die Schweine kriegen. Früher haben die Schweine nämlich oft Molke gekriegt, auch von der Käseherstellung oder heutzutage immer noch von Käsereien, von so Demeterbetrieben zum Beispiel. Die werden nämlich schön fett von der Molke. Genau. So, jetzt füllen wir das Ganze einmal in das Sieb. Ich habe hierfür halt so eine Schöpfkelle, Schaumlöffel, was auch immer ihr habt. Könnt ihr auch mit einer Suppenkelle zum Beispiel machen, dann habt ihr direkt schon mal weniger Molke, die rausfließt. Und da kommt jetzt unser frischer selbstgemachter Käse. So. Der ist natürlich jetzt noch sehr heiß. Und den könnt ihr für eigentlich alles benutzen, wofür man Käse so benutzt. Zum Überbacken, zum Füllen von Nudeln. Ihr könnt damit Lasagne machen, als Brotaufstrich. Ja, wie ihr das gerne habt. So. Das war auch schon. Ihr seht, ach so, ich denke, es waren wirklich knapp 3 Liter. Milch hat man nachher den ganzen Topf quasi voller Molke. Und das hier sieht jetzt noch nach viel Käse aus, aber da ist ja noch sehr viel Flüssigkeit drin. Und umso mehr man das jetzt auspresst, umso weniger wird das Ganze halt auch. Deswegen am besten würde ich, damit sich das Ganze wirklich auch lohnt, mit 2 Litern, wie gesagt, anfangen. Wenn ihr den Käse jetzt so in eine Packung tun wollt, quasi als Brotaufstrich, dann würde ich jetzt das Ganze umfüllen in einen Behälter und dann mit Gewürzen und so mischen. Und wenn ihr das Ganze pressen wollt, dann könnt ihr das jetzt, oder ihr könnt das auch direkt in eine Form machen. Dann auf jeden Fall aber auch erst mischen, die Gewürze reinmischen und dann in die Form zum Pressen geben, damit nachher auch überall gleichmäßig die Gewürze und Kräuter dran sind am Käse. Und das ganze Salz und so zieht halt auch die Flüssigkeit noch mehr aus dem Käse.
Mach das nur zum Schluss rein. Ich habe nämlich auch mal Salz und Gewürze vorher reingemacht. Und dann wurde der Käse gar nichts. Also Kräuter gehen, aber Salz immer erst zum Schluss reinmachen. Und das ist auch eine super Geschenkidee eigentlich. Wenn man irgendwo mal eingeladen ist zum Frühstück, kann man das ganz gut machen. So. Ich presse das jetzt hier noch ein bisschen. Und den warmen Käse vorher am besten noch auskühlen lassen, bevor ihr den luftdicht verschließt und Kühlschrank tut, weil sonst habt ihr halt ganz viel Kondenswasser noch da drin. Der soll halt schon erst auskühlen. Tut das irgendwo sicher in die Küche, dass kein Tier oder kein Kind drankommt. Deckt irgendwas drüber. Ein Baumwolltuch oder ein Geschirrtuch, so irgendwas. So. Dann hol ich mal meine Form bzw. meine Dose. Ich glaube, die ist schon ein bisschen zu klein. Vielleicht holen wir doch heute mal ein Glas. Die stehen sowieso hier frisch gespült, dann kann man die auch benutzen. Da fülle ich mir das Ganze jetzt schon mal rein. So, also ihr seht, der ist schon ziemlich standfest und er wird halt auch eher noch fester. Wenn ihr den dann nochmal cremiger haben wollt, einfach ein bisschen Sahne oder ein bisschen Milch mit unterrühren, dann wird der schön cremig. So. Jetzt natürlich noch die Gewürze. Ich hoffe, das mischt sich noch gut. Dann machen wir heute mal da rein. Die Entscheidung war jetzt einfach. Habe ich nämlich schon sehr lange nicht mehr benutzt. Aber ich habe hier noch von, da gibt es auch so eine Firma, sieht man jetzt gar nicht. Käse selber machen, da kriegt man auch Zubehör für das Ganze. Da habe ich mir mal so ein Gewürz gekauft und das muss ja auch mal leer werden, deswegen benutze ich das einfach heute mal. Oh ja, das riecht sehr, sehr angenehm. Machen wir jetzt einfach mal was dabei. Ja, ich glaube, ich hätte das Gewürz schon besser im Sieb dabei gemacht. Das hätte sich besser verteilt. Oder in der Schüssel. Dann einmal durchkneten und dann einfach ins Gefäß geben. Wie viel machen wir denn da dran? Ich mache mal 2 Teelöffel dran. Nachwürzen kann man immer noch. Überwürzt ist immer ein bisschen blöd. Ich denke, hier ist eigentlich auch eine gute Form, wenn man das jetzt so ein bisschen, klar, da wird noch ein bisschen Molke rauskommen, aber wenn man das dann abkühlen lässt und vielleicht was Schweres draufstellt, dann kriegt ihr auch locker so eine schöne Käseform nachher raus. Wenn man das einfach stürzt auf den Kuchenteller und stellt das so auf den Tisch, ist das doch eine schöne Sache. So. Nur noch ganz unten natürlich auch noch ein bisschen Gewürz hinkriegen. So, ich habe gerade schon mal probiert. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, den warm zu probieren, kann ich das sehr empfehlen. Würde ich sowieso, bevor man eintuppert, damit man einfach weiß, wie es schmeckt. Für mich persönlich muss jetzt noch ein bisschen mehr Salz dran.
frisch einen anderen Löffel. Also auch wenn ihr jetzt, ich habe nämlich mit dem anderen Löffel gerade probiert, dann bitte nicht mehr mit einem benutzten Löffel da rein in die Masse. Auch nicht jetzt, wenn man ein Stückchen mit dem Finger rausholt, dann bitte erst einmal Hände waschen. Auch wenn das nur von Eigengebrauch ist, aber euch schimmelt das ganze Ding sonst weg. Deswegen immer mit sauberen Händen da dran und mit sauberem Geschirr. Und dann hat man auch Freude, bis man aufgebraucht hat. So, ihr seht, jetzt wird das Ganze hier schon feinkrümeliger und hat dann quasi, ja, wie so ein Königin Frischkäse. Unten ist jetzt ein bisschen noch zusammengeklebt, das macht aber nichts. So, das lasse ich jetzt einfach so auskühlen und dann kann das mit dem Deckel ab in den Kühlschrank. Und so einfach könnt ihr euren eigenen Käse selber machen. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und der ein oder andere macht das nach. Hier nochmal zum Beweis, man muss sich ein bisschen überwinden, die Molke zu trinken, gerade wenn die warm ist, aber die dampft jetzt halt noch. Aber die ist wirklich nicht sauer, die schmeckt wirklich süß, also ich habe euch da nicht veräppelt. Ja, Prost, sage ich mal. Ich gehe jetzt 2,5 Kilo Äpfel schälen für die Veranstaltung heute Abend. Und dann sehen wir uns auch morgen wieder. Ciao.